Wir starten mit der Version 8. Hallo, Stelle Kreuz-Heinsberg, verstanden. Hallo, hier ist Gavin Koll und ich bin im Weg, Bremenstraße 30. Hier ist ein Blitz in unser Dach eingeschlagen. Jetzt kommt der Qualm unter den Dachpfannen raus. Schicken Sie mir Hilfe? Und damit begrüße ich dich herzlich zu einer weiteren Folge Wegberg Version 8. Es klingt nach, hoffentlich, dem nächsten Dachstuhlbrand und hoffentlich dieses Mal auch ein richtiger. Es wäre viel zu enttäuschend, wenn es diesmal ja schon wieder keiner wäre. Ich alarmiere diesmal auf Feuer 2. Wir machen den Zugalarm per Sirene, das passt. Hier nehmen wir aber zusätzlich noch den Löschzug mit, beziehungsweise die Gruppe vom Löschzug 1. RTW zur Eigensicherung passt. Wir werden sehen, ob noch jemand drin ist oder nicht. Wenn nicht, können wir da ja immer noch nachalarmieren. Und weil es so schön ist, immer die Erkelenzer Drehleiter dazu. Wir alarmieren und hoffen, dass so viel kommt, wie geht. Ich habe vorhin schon mal gesehen, wir haben das Glück heute und haben 3 Beamte da. Das hatten wir im letzten Video auch schon. Da habe ich allerdings einen Kollegen übersehen. Passiert im Dunkeln manchmal ganz gerne. Einsatz, Gruppe, technische Einsatzleitung, Feuer 2, 0 Notarzt, 1 Rettungswagen, Wegberg Beek, Prämienstraße 30. Ja, Feuerschein nach Blitzeinschlag, Anrufer Koll, Meldung bestätigen. Ich habe jetzt heute mal den anderen Swiss Clone ausgewählt. Ein bisschen Abwechslung kann ja mal nicht schaden. Und soweit ich weiß, glaube ich, benutzt den auch der ein oder andere bei der Feuerwehr Wegberg. Ich weiß nicht, ob da alle den gleichen haben oder nicht. So, jetzt lassen wir die Boys hier mal umziehen. Können schon mal das Tor, ja, wie immer, vom MTF aufmachen. Sabalot. Und dann fahren wir das MTF raus. Was haben wir hier denn? Der Josef, der kann wieder alles. Der Hayo kann alles und ich kann auch alles. Das ist natürlich jetzt der Optimalfall. Dann haben wir nämlich gleich einen Einsatzleiter, 2 Jungs für die Drehleiter. Ja, und ich hoffe mal, dass wir das HLF gut besetzt kriegen. War auch gerade kurz im Überlegen, ob wir das LF einfach mal mitnehmen. Das hatten wir im letzten Video auch dabei bei dem Küchenbrand. Da kam es allerdings nicht zum Einsatz. Ja, wir werden einfach gleich mal gucken. Der eine kann hier schon mal das MTF ready machen. Der Hayo ist heute mal Zugführer. Der kann gleich schon mal das Versorgungskabel vom ELW lösen. Und hier ist dann Yannick. Yannick kann auch auf die Drehleiter oder auf den ELW. Wir besetzen den ELW einfach mal wieder zu zweit. Vorher müssen wir natürlich das MTF rausfahren. Der Josef macht mal Maschinist von der Drehleiter heute. Stopp, Versorgungskabel. Ja, so, jetzt darfst du da einsteigen. MTF können wir den Motor starten. Wie gesagt, Hayo macht Zugführer, der kann schon mal einsteigen. So, MTF stellen wir mal hier raus. Da kommen schon auch die ersten anderen Kollegen an. Rettung Wegberg RTW 1, Leitstelle Kreuz-Heinsberg kommen. Ja, machen wir einfach so jetzt und gut. Kommen für den Wegberg RTW 1. Nee, wobei, der kann nur ELW, dann machen wir das so rum. Ja, dort vermutlich Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag. Die Feuerwehr ist dann natürlich mit euch auf Anfahrt. Die Bewohner sollen das Gebäude bereits verlassen haben. Ihr fahrt also erstmal nur zur Bereitstellung für die Feuerwehr. Da könnt ihr uns bei Eintreffen mal eine Rückmeldung geben. Ja, verstanden. Sehr gut. So, Fahrbeleuchtung an. Dann können wir mit dem ELW schon mal direkt in Status 3. Blaulicht an. Elektropressluft dürfen wir natürlich nicht vergessen. Erkelenzer FDLK 23. Die Drehleiter können wir starten. Florian Erkelenz, 11 DLK 23, 1 ist aus mit Stärke 0112 AGT. So, perfekt. Gruppenführer, Maschinist haben wir. Verstanden. Noch ein Gruppenführer, PA-Träger, ein gar nichts. Ja, wir machen die Kiste jetzt einfach mal voll und mit der fahren wir dann raus. Wegberg ELW 1-2.
Ah, ich habe die Drehleiter ganz vergessen. Status 3. 1, 0, 1. Davon ein Atemschutz gerettet. So, Martinshorn an und ab geht die Post. Verstanden. Dann können wir den AT2 mal starten, dass der schon mal warm läuft. Machen wir schon mal das Licht an. Florian Wigberg, LW12, Leitstelle Kassel-Einsberg. Ja, wir hören, kommen. Dort gemeldet eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl nach Blitzeinschlag. Die Bewohner haben das Gebäude wohl vorsorglich bereits verlassen. Ein RTW ist da mit euch unterwegs, die Polizei kommt ebenfalls. Ja, verstanden. So, 7 Mann haben wir jetzt drauf. Können wir den Kollegen noch manuell umziehen lassen? Nee, der scheint wohl heute dann doch keine Lust zu haben. Macht nichts, dann nehmen wir den hier ja, mit. Aus 1, 0, 1, davon 2 angegeben. Ja, dann bin ich echt mal gleich gespannt, ob wir ein schönes Feuerchen haben. Leitstelle Kassel-Einsberg, verstanden. Leitstelle für den Rettung Wegberg, RTW 1. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es auch wirklich brennt. Hier Leitstelle Kassanz, willkommen. Feuer definitiv bestätigt. Starke Rauchentwicklung auf Sicht. Leitstelle Kassanz, verstanden. Jawohl, es brennt. Dann haben wir tatsächlich endlich mal einen Dachstuhl. Brand, den richtigen. So, wir schicken den AT2 los und dann wechseln wir gleich rüber. 016. Ja, ebenfalls verstanden. So, und dann würde ich sagen, wechseln wir direkt auch mal rüber und sehen uns dann direkt in der Prämienstraße 30. Hier ist der Wegberg 21, Halef 20, 015, davon 4 Atemschutzgeräteträger. So, herzlich willkommen in Beek. Wir suchen die Prämienstraße. Wir haben die auch schon verstanden. Gefunden. Verstanden. Da haben wir einen schönen Dachstuhlbrand, würde ich sagen. Ja, das Feuer kann hier hinten übergreifen, aber wir können da hinten durchlaufen und hier vorne können wir ein bisschen was absichern. Das heißt, wir stellen HLF 20. Das erste HLF mal hier hin. 0, 2, 7, davon 6 Atemschutzgeräte. Das zweite packen wir mal hier hin. Streifenwagen kann man ein bisschen weiter weg, den werden wir nicht brauchen. MTF brauchen wir auch erstmal nicht. Kann auch hier runter. ELW kann ebenfalls hier runter. Die Drehleiter, die werden wir direkt mal hier vorne dann in Stellung bringen. Zwischen den Fahrzeugen. Was kommt noch? Noch ein Streifenwagen. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Anfahrtfestlegung schnell hier fertig mache. RTW kann darüber. Und das HLF kann mal pro forma sich hier zur Bereitstellung hinstellen. Die Erkelenser auch. Gut, geben wir Gas. Sehr gut. Ich glaube, wir haben einen Gruppenführer drauf. Konnte sie nicht aufnehmen. Wiederholen Sie. Jawohl, so ist es. Dann nehmen wir gleich mal einen Schnellangriffsverteiler. Wir sind auf Stärkemeldung 003, davon ein Atemschutzgeräteträger. Leitstelle verstanden. So, Umfeldbeleuchtung an. Wir schnappen uns gleich mal einen Hydranten. Schnellangriffsverteiler wird gesetzt. Wir können uns schon mal einen Schlauchtragekorb schnappen, die PA-Jungs. Wir können schon mal gucken, ob wir ins Gebäude reinkommen. Jawohl, es ist ein betretbares. Ich bin mal gespannt, was passiert. Dran ist auch gleich um die Ecke. Sehr schön. Ja, das brennt schon ordentlich. Wir können auch mal gleich eine Rückmeldung geben. Live in Transberg von Wigberg 21.20. Hier Leitstelle Kassanz, willkommen.
brennt Dachstuhl. Mit erster Rückmeldung, Einsatzstelle Feuer 2, brennt Dachstuhl in voller Ausdehnung, Löschangriff in Vorbereitung. Wir arbeiten an der Wasserversorgung, die Polizei jetzt ebenfalls vor Ort. Gut. Verstanden. Dann haben wir jetzt tatsächlich gleich mal ein bisschen Action. Wir bauen uns gleich mal eine zweite Wasserversorgung auf, schnappen uns auch hier einen Schnellangriffsverteiler, dass wir hier hinten durch die Hecke kommen. Dann packen wir den hin, vorne an die Straße. Versuchen wir mal mit dem Halligen-Tool die Tür aufzumachen. Währenddessen sich der Kollege hier auch schon mal ein Strahlrohr schnappen kann. Hier können wir das HLF mit dem Wasser verbinden. Dann können wir die drei Jungs hier schnappen und dann können die gleich mal schauen, ob wir von außen was gelöscht kriegen. Beziehungsweise, ja doch, packen wir mal zwei daran. So, mal gucken, wo der zweite Hydrant aufgebaut wird, hier hinten. Das passt. Dann haben wir auf jeden Fall mal für den Anfang genug Wasser da, damit wir ja, gleich die Drehleiter einspeisen können. So, die Tür hat zusätzliche Riegel und lässt sich so nicht öffnen. Dann probieren wir es nochmal. Da ist der ELW, den können wir dann gleich mal funk- und betriebsbereit machen. Der Kollege kann hier schon mal anschließen. Und dann werden wir auch gleich wissen, ob wir da hinten in den Garten kommen. Wenn was brennen würde, ist es bestimmt zuerst dieser Baum hier. Ja, er hier kann sich dann schon mal schnell einen Schlauchkorb holen, dass wir nach hier hinten die Wasserversorgung sichergestellt haben. Ja, jetzt brennt hier vorne schon der erste Baum, löschen wir gleich mal. Jetzt gucken wir mal rein und wir haben in dem Fall tatsächlich Glück. Es scheint keiner drin zu sein. Legen wir das Halligentool mal wieder ab und bauen mal den ELW auf. Viele fragen immer, warum die Markise nicht rausfährt. Die fährt tatsächlich nur tagsüber raus und nachts eben bleibt die drin, damit man auch die Innenraumbeleuchtung sehen kann. So, dann verbinden wir mal den Hydranten noch schnell hier. Wir unten. Sind funk- und betriebsbereit und ab sofort für Sie Ansprechpartner an der Einsatzstelle. Gut, das Wichtige ist einfach nur, dass es sich nicht ausbreitet. Der Leitstelle Kassel-Ansberg, verstanden. Ansonsten haben wir ja alles im Griff. Jetzt können wir auch gleich die erste Rückmeldung geben. Drücken wir mal den Status 5. So, ja. Die Drehleiter können wir eigentlich ja, schon mal anfangen aufzubauen. Gehen wir also noch ein Stückchen weiter nach vorne. So geht das auch. So, wir schalten Nebenantrieb an. Können die Jungs gleich mal aussteigen. Der eine darf sich gleich mal sein PA-Gerät schnappen. Ne, der hier. Zack. Und der Maschinist kann direkt mal anfangen, die Drehleiter abzustützen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir die auch gleich ans Wasser rankriegen, dass wir hier oben schön den Dachstuhl gelöscht kriegen. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen, beide Drehleitern hinzustellen. Also sprich die Erkelenser auch noch. Jetzt fahren wir mal die linke Seite raus. Und anschließend noch die rechte Seite. Lieber da ein paar Meter weg. Nicht, dass du gleich im Stützposten drin hängst und dich verpackst. Ist der ELW 1-2? Ja, jetzt wird der ELW gerufen. Hoffentlich haben wir ein paar Sekunden noch. Driller, das abgestützt. Hol dir mal ein Wenderohr. In der Zwischenzeit antworten wir mal mit dem ELW. Hier Florian Wegberg, ELW 1-2. Mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle zurzeit. 2 Rohre im Einsatz, 2 Trupps mit PA, Drehleiter wird in Stellung gebracht, Ende mit Rückmeldung. So, dann schnappen wir uns mit dem nochmal einen Korb, dass wir die Drehleiter gleich verbinden können. Die Rückmeldung wurde verstanden. Hier dürfen wir natürlich das Anschließen nicht vergessen. So, ran an die Drehleiter.
Sonderrohr ist montiert. Dann kann der Kollege hier gleich mal oben in den Korb reinspringen. Und dann aktiviere ich direkt mal den Pressluftatmer, bevor ich das vergesse und der Kollege dann hier oben im Korb krepiert. Das wäre nicht so schön. Gut, und dann fangen wir mal an mit der Drehleiterspielerei. Sieht ja an sich drumherum noch ganz okay aus. So, heben wir mal den Leiterpark an und fahren auch gleichzeitig schon mal aus. Können wir uns zumindest die paar Sekunden schon mal sparen. Ja, up to the sky. Party, Party, Party. Dass mir noch gerade auffällt, wir machen hier auch mal noch das Licht an, Generator an, Podiumsbeleuchtung an, Arbeitsscheinwerfer an. Streulicht hat nur die Erkelenzer Drehleiter. Ja, dann drehen wir die Kiste mal. Das war das falsche rechts. Heben dazu den Leiterpark an und dann dürften wir gleich loslegen können, das Dach zu löschen. Oh, ein Stückchen ausfahren können wir noch und ich glaube ein kleines Stückchen noch mal runter, dass wir da so richtig nah dran sind am Geschehen. Wunderbar. Ein traumhaftes Bild. Ja, schick. Es brennt, es brennt, es brennt. Hurra, hurra, hurra. Und je nachdem, wie lange das hier dauert, können wir dann da hinten auch gleich noch die Erkelenserleiter aufbauen und die einfach mit dem Schlingmann versorgen. Dann bleiben die Wegberger Jungs quasi einfach mal zur Absicherung hier. Das machen wir auch. Wir sperren hier jetzt hinter der Pool mal ordnungsgemäß ab. Machen einfach mal Umfeldbeleuchtung an, den Heckwarner. Ja, die Mannschaft kann mal absitzen. Dann kann der sich gleich mal Verkehrsleitkegel schnappen. Der andere Kollege kann sich gleich mal einen Euroblitzer schnappen. Und weil wir so viele haben, kann der nächste sich auch gleich noch einen Euroblitzer schnappen. Zack. Und die Ja, hier können wir eigentlich direkt durchmachen, aber ich weiß nicht wegen den anderen Einsatzfahrzeugen. Deswegen legen wir das hier jetzt einfach mal so spitzförmig zum ELW hin. Packen da am Anfang und am Ende gleich einen Euroblitzer drauf. Ja, was macht das Feuer hier? Das haben wir schon richtig gut im Griff. So viel ist es gar nicht mehr. Der eine von hier unten scheint einen guten Job zu machen und auch der scheint ordentlich zu helfen. Mal schauen, ob es ein Einteiler wird oder ein Zweiteiler. Hier kommt die wunderschöne Erkelenzer Drehleiter. Also wirklich eines meiner absoluten Favoritenmodelle, auch mit den Frontblitzern am Korb. Ja, die wird da jetzt nicht durchkommen, das ist mir klar. Die wird jetzt gleich auf magische Weise hier landen. Ja, wir können es ja mal versuchen, sie noch aufzubauen. Vielleicht bringt es ja tatsächlich noch was, wenn wir schnell genug sind. Stellen wir sie mal hier nebendran. Alleine das ist schon wieder ja, ein Screenshot wert. Wunderbar. Traumhaft. Gut, aber auch hier gleiches Spiel. Nebenantrieb anschalten. Ist er an? Ja. War an. Personal kann aussteigen. Maschinisten können wir mal schnappen. Da müssen wir zuerst hier hinten die Klappen aufmachen. Sieht das hier oben aus? Ja, unverändert so wie vorhin. Gut, dann Korb aufklappen, Stützen links raus. Auch die Hydraulik-Sounds der neuen Drehleiter klingen doch schon deutlich anders als die Wegberger. Blaue Licht, sowohl am Podium oben als auch an den Stützen, einfach eine gelungene Sache. Auch hier mal Wendelrohr schnappen, der Kollege kann sich hier schon mal PA anziehen. Der hier kann sich mal einen Schlauch schnappen. Vielleicht kriegen wir das noch schnell genug hin, wir können ihm ja einfach mal sagen, dass er aufhören soll zu löschen. Und dann haben wir gleich noch ein, zwei Minuten für die Show. Dann wird es vielleicht auch einmal ein längeres Video.
auch wenn ich da selber nicht ganz so drauf stehe. Denn die Watchtime von euch ist meistens so um die 10 Minuten rum. Längere Einsätze scheint ihr oft nicht zu gucken, kann ich aber auch verstehen. Manchmal gibt es auch einfach langweilige Stellen. So, das sieht schon ganz gut aus. Und mit dem nächsten Trailer, da können wir das auf jeden Fall dann gleich gucken. Auch ihn können wir ja mal kurz aufhören lassen zu löschen. Seine Luft ist sowieso am Ende. Das wird von den beiden Jungs hier wahrscheinlich dann gleich nicht anders da sein. Die können wir auch schon mal wieder normale Luft atmen lassen. Der Maschinist kann hier mal seinen Sitz aufklappen, der andere kann schon mal den Korb hochspringen. Ja, dann haben wir die Drehleiter ready und versuchen mal schnell noch sie zumindest ein paar Minuten in den Einsatz mit einzubinden. Traumhaft, 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 traumhaft. So, wir drehen den Leiterpark mal direkt. Oh, echt jetzt? Schade. Schade, Schokolade, Feuer aus. Aber das war er. Unser erster Dachstuhlbrand. Ich hole mir mal hier schon mal den Streifenwagen zum ILW vor, dass wir die Einsatzstelle dann gleich an die Polizei übergeben können. Und dann werde ich nochmal kurz die Lichter bei der Erkelenzer Drehleiter aktivieren. Das ist schon eine schicke Sache. Wer piepst, wer piepst, wer piepst? Du piepst. So. Ja, machen wir hier das gleiche mal. Wir starten den Generator, hauen alles an Licht an, was geht. Ja, dann haben wir hier eine schöne Geschichte. Fahren wir sie nochmal hoch, drehen sie mal, damit wir sie gleich noch ein bisschen begutachten können. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich in der Hauskante hängen bleibe. Nee, das passt. Das sind einfach Skills. Ja, aber die Drehleiter ist einfach schick. Ich stell die jetzt mal zur Deko einfach dahin. Das ist bestimmt ein cooles Bild, die beiden Jungs hier. Vielleicht wird nochmal kurz abgecheckt, ob sich irgendwo doch noch Blutnester unter den Dachziegeln verstecken. Aber an sich hat mir der Einsatz, muss ich sagen, wirklich gefallen. An dieser Stelle auch schon mal die Vorinformation. Liken nicht vergessen, wenn euch der Einsatz auch gefallen hat. Ja, wunderschönes Bild. Tolles Einsatzszenario. Doch, macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt hier irgendwie dann langsam mal zu einem Ende kommen. Einsatzleiter mal direkt aussteigen und kann dann auch gleich mit einem der Kollegen von der Polizei schnacken. Ja, hier haben wir den AT2, Verkehrsleitkegel haben wir positioniert, die Euroblitzer nicht. Können wir schnell für die Aufräumarbeiten noch nachholen. Ja, auch hier gefällt mir das Fahrzeug einfach ultra. Gerade auch bei diesen stürmischen, dunklen Settings. Die Lights sind wirklich schick. Das passt schon alles, auch der Heckwarner. Ja, jetzt haben wir hier die Euroblitzer. Auch das sieht schick aus. Perfekt. Die Einsatzstelle an die Polizei, Herrn Niemeyer, übergeben. Ja, wir können wieder einrücken. Und mit dieser, ich vermute mal, ich habe jetzt gar keine Uhr gehabt, mit diesem kleinen, aber feinen, vielleicht doch schon ein bisschen längeren Einsatz verabschiede ich mich aus diesem Video. Abonnieren, kommentieren, liken natürlich nicht vergessen. Wir nähern uns ja Stück für Stück gerade der 800. Ich bin zuversichtlich, die haben wir bald gemeinsam voll. Halt die Ohren steif, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.